allgemein würde ich sagen, und nochmal zurück zu Super Metroid. Was heißt und? Ist jetzt eigentlich auch wieder 2 Tage her. Ich wollte eigentlich auch warten, bis die Kommentare nach dem nächsten Part da sind. Ihr habt mir aber jetzt im Part vorher schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall demnächst, oder die Vermutung ist, wenn wir den Suit haben, dann klappt das mit Norfair. Und wir haben hier auch noch einen Raum. Deswegen, ich denke mal, die Richtung, wo wir hingehen müssen, ist jetzt eh gesetzt. Und ich muss einfach sagen, ich bin ultra gehypt. Ich muss also einfach mal gucken. Oh, das hier wieder. Nee, ich mag euch, Kreatur, nicht. Okay, das ging doch ganz gut. Ist ein Einzelraum. Ja, den haben wir jetzt, aber da muss doch irgendwo was sein, oder? Mhm. Ba 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 ba. Energietank. Ja, nice. Der kommt jetzt gerade, recht? Das war's dann aber wahrscheinlich auch, denke ich mal. Ich denke nicht, dass hier noch mehr ist. Aber ist krass, ne? Man sieht jetzt hier die Risse und jetzt hätte ich halt einfach jeden von den Rissen ausprobiert und der eine hier war es jetzt. Aber da kann man auch nicht irgendwie... Nee, okay. Ich denke, das war's auch. Ich meine, ist ja genug Secret für so einen Einzelraum. So, und jetzt haben wir hier alles. Den Suit haben wir uns geholt. Aufgefüllt sind wir auch. Den Einzelraum hier haben wir auch. Ja, und irgendwann finde ich wohl auch eine Möglichkeit, hier wieder hochzugehen. Also ich habe jetzt definitiv erfahren, chill dein Life. Du kommst da eigentlich überall zurück. Es gibt da noch keinen Point of No Return. Von daher mache ich mir jetzt auch einfach auch nimmer so einen Kopf. Das Einzige, was ich halt bei so Spielen immer hasse, ist, wenn man dann halt Sachen verpassen kann und sie verpasst. Ich erinnere nur an Symphony of the Night, wo ich wirklich gehofft habe, dass ich alles finde. Und am Schluss war es ein einziger kleiner, mickriger Raum. Aber gut, dafür sind so Spiele ja da, dass man sie mehrmals spielt. Und jetzt würde ich sagen, geht's runter nach Norfair. Was mir jetzt auch gesagt worden ist, das dürfte hier dieser Raum sein. Ja, da müssen wir eh nochmal lang. Ach komm. Ich bin doof. Ich gehe ja dann wieder in die Kugel, ich Vollidiot. Das ist wieder... fängt schon wieder gut an, ne? Das Hirn denkt mit. War das hier? Ja, da wurde mir auch gesagt, damit hat es auch noch was auf sich. So, der einzige Gedanke, der mir jetzt käme, ist, weil das ja Glas ist, ob man das irgendwie sprengen oder tiefgefrieren kann, dass es dann explodiert und man hier durchkommt, aber... Eis und Metroid, aber ich habe halt von Metroid auch keine Ahnung. Von daher, das wären jetzt so 2 Möglichkeiten. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen mal hier runter. Ich bin saumäßig gespannt. Und ich habe jetzt auch erfahren, vielen Dank da die Hintergrundinfo, dass man wohl, ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie ich es gehört habe, wenn man hier ohne den Suit reingeht in den Bereich hier, ich weiß nicht, ob wo das gilt, dass man da kontinuierlich HP verliert. Krasse Sache. Das können wir natürlich hier lang und hier lang und wir haben noch keine Karte. Logisch, woher denn? Mal hier erst reingucken. Also wie gesagt, nach dem Part mache ich jetzt auf jeden Fall auch... wie fies. Mache ich auf jeden Fall erstmal Pause, dass ich mir nochmal ein bisschen was anhören kann. Aber im letzten ist jetzt auch nicht so viel passiert, dass ich da denke, ich kann krass was verpassen. Und ich komme wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch nicht mehr so krass dazu. Nächste Woche. Na gut, das geht jetzt wieder hier nicht, ne? Oh, aber das geht. Will ich das? Boah, krass, wie man auch die Lava so blubbern hört. So blub, 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 blub. Ich weiß halt nicht, was... Ah! Genau. Super perfekte Landung. Hammer. Wow. Aber es sieht schon geil aus, du. Sieht schon grenzgenial aus. Ah,
Ach, und hier ist auch noch so ein Dulli. Sag das doch. Der tat ganz schön weh. Boah. Dankeschön dafür. Ernsthaft nix? Boah, ist krass die Lava. Und Samus glüht auch so ein ganz klein bisschen. Wir nehmen aber keinen Schaden. Ich habe gerade geguckt. Das wäre wahrscheinlich dann eigentlich auch schon hier, ne? Wie fies ist das denn schon wieder? Da kann ich das aber gar nicht machen. Scheint mir. Ne, weil wenn ich dann versuche, da hochzukommen, ich mir auf jeden Fall einen Kopf anhau. Aber vielleicht ja von da oben. Hier nochmal hochgehen. Wir können uns doch einfach hier einen Kopf anhauen. Ibuprofen, dein Freund und Helfer. Das ist aber schon ein großer Raum. Wie ich jetzt bei jedem Raum dran denke, ob das der Raum ist, der gemeint ist. So komme ich hier nicht hoch. Aber ich komme auch nicht hoch genug, dass ich mich jetzt da an den Dingern irgendwie... Ne, so abstützen ging jetzt, aber ich hau mir halt hier den Kopf an. Also selbst wenn ich es schaffe, was wir eben ja, glaube ich, gemacht haben, und ich versuche dann auf die Seite zu gehen, um hier drüber zu springen, funzt das nicht so. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen scheel. Ich würde also doch erstmal hier lang gehen. Wieder und dann gucken. So, da waren wir. Da ging ja nichts. Boah, die Viecher von eben, die machen schon gut Schaden. Ah, und da brauchen wir wieder irgendeine andere Waffe. Hier ist aber noch Zeug, du. Ach, und hier unten haben wir auch gerade aufgemacht. Scheiße, du, das sind schon wieder so viele Wege. Oh! So random einfach mal einen Raum gepackt, Janni. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Das ist der zweite Energietank, du. Also, ich weiß ja nicht, ne? Wenn mich das Spiel mit so Sachen bewirft, dann kommt mir das immer... Kommt mir das immer Spanisch vor. Dabei kann ich gar kein Spanisch. Buenos Dias oder so. Das geht noch. Ha, aber hier lang dann? Ja, okay. Wupp, 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 wupp. Da sind wir doch nochmal ein bisschen tiefer gegangen, als ich eigentlich wollte. Aber hey. Hier komme ich nicht hoch. Okay, was ist hier? Dinge. Dinge und ich will sie haben. Ich glaube, das ist cool. Okay. Okay. Oh, Stiefel. Irgendjemand hat irgendwas mit einem Highjump gemeint. Jawohl, ja. Geilo. Das feiere ich jetzt gerade mal total. Okay. Also ich glaube nicht, dass das das Allheilmittel ist, um in dem einen sehr langen Gang Brinstar, wo wir runtergekommen sind, nochmal hochzukommen. Aber auf jeden Fall fast überall. Oh, und jetzt kommen wir auch bei der anderen. Gib, gib, gib. Ba, 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 bam. Jetzt kommen wir auch bei der anderen Tür eigentlich durch, wenn wir das wollen. Sag mal, kannst du aufhören, da irgendwie mir hinterher zu stalken, bitte? Oh. Die Mucke ist auch einfach krank.
Ja, und die Frage ist jetzt halt natürlich auch, wo lang, weil ich... Nee, ich weiß halt nicht, wo ich lang will. So, okay. Ja, speichern mag ich. Das ist schon mal gut. Das heißt, den ganzen Weg haben wir jetzt auch schon mal. Aber es ist so viel, ey. Es gibt so viele Dinge. Hier mal reingucken. Ziemlich langer Gang. Nicht so der Fan von. Also ich könnte jetzt da lang, aber weißt du, was ich erstmal mache? Ich will nochmal zurück zu dem anderen Raum. Ich weiß ja nicht, ob da nur noch ein Einzelraum ist oder ob es da auch weitergeht. Wenn es weitergeht, ist es natürlich immer fies, weil ich nie weiß, wo ich lang will. Weil ich eben nicht weiß, was kommt. Aber ich will so zumindest mal gucken, ob wir jetzt da hochkommen, weil ich glaube ganz schwer, dass das der Fall ist. Ja, wenn man jetzt weiß, dass die auch kommen. So, und jetzt nochmal probieren. Yo! Was ist jetzt hier? Viele Gegner. Viele. Okay, aber ich würde schon mal einfach hier oben bleiben, ne? Weil, warum nicht? Boah, krass. Und ich finde es halt auch geil, erstens, dass man die Lava hört. Zweitens, dass so dieser Hintergrund irgendwie so ein bisschen wabert. Also einfach, um die Wärme auch ein bisschen darzustellen. Ah, toll. Das bietet sich super an, auch dass irgendwie da unten was ist. Und nach unten drücken würde helfen. Ich sehe da jetzt aber nichts, ne? Also man sieht, da ist noch ein Teil Raum wohl, weil das heller ist in der Lava, aber... Ja, ne, da geht's noch jedes Mal so ein Stückchen runter. Ich trau dem nicht. Ja, was passiert jetzt, wenn ich da runter... Instant? Ja, nix, ne? Ich habe jetzt gehofft, vielleicht bewegt sich das noch ein bisschen runter, weil es hier so hell ist. Das ist irgendwie komisch. Oh, aber hier vielleicht, das ist fies. Du, das ist echt fies. Da könnte überall irgendwas sein. Ja, und hier geht's richtig krass runter. Ist hier irgendwas? Nee. Absolut gar nichts. Krass. Krass, das sieht so... Also ich kann mir nicht helfen, das sieht komisch aus. Aber wahrscheinlich ist das echt jetzt nur zum Verarschen da. Wie scheiße ist das denn? Ah, da habe ich gedacht, einmal kann ich noch springen, ohne dass ich was machen muss. Ich kann mir nicht helfen, du. Das sieht so komisch aus. Warte mal, eben hat sich's verändert. Als wir hier raus sind. Nur mal kurz gucken. Nee, ne? Sah aus wie ein ganz normaler... Ja, das ist jetzt natürlich super. Ich merke schon, Lava kommt. Oh, oh, will ich haben. Ganz geil. Ja, oh. Die bleibt aber stehen. Gut. Das hätte ich wissen können, dann hätte ich mir jetzt wahrscheinlich nicht so einen Kopf gemacht. Ugh. Einfach raus hier. Ach du. Was ist das denn für ein Raum? Was zum... Der sieht ja Hammer. Alter, wie geil. Okay. Krasser. Hier oben. Was? Aue. Ja, okay, auf die komme ich nicht drauf, du. Das... Schon wieder speichern. Ich weiß nicht, ob ich dem Spiel so trauen kann. Das ist mir jetzt doch ein bisschen suspekt. Ah, und ich kann die ja doch killen. Ich dachte, die waren nicht zum Killen. Ja, aber selbst wenn ich jetzt hier wieder
irgendwelche Scheiße probiert zu machen. Vor allem dreht sie sich hier nicht. Doch jetzt, aber... Ja, selbst wenn ich jetzt wieder abspringe, ich komme nicht auf die Seite, glaube ich. Das sieht nicht so aus, als würde das funktionieren. Oh, da ist doch bestimmt irgend... Oh! Oh, voll erschrocken, sorry. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man diese Bubbles auch zerstören, aber... Ja, aber hier muss jetzt irgendwas sein, ne? Sonst wird mir... Aha, okay. Ah, okay. Jetzt? Ach, das sind die, die ich nicht zerstören kann. Die anderen gehen. Oh, mehr Missiles. Her damit. Cool. So viel Kram auf einmal, den man findet. Aber es ist auch echt ein sehr vielschichtiges Gebiet, scheint mir. Oben ist auch noch was. Was? Also, da komme ich auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Walljumps hin. Das kannst du doch vergessen. Aber hier ist noch was, oder? Entschuldigung. Oh, da war ein Gegner. Ja, Energie nehme ich, aber... Okay, da ist nix, ne? Hier lang. Was zum... Sorry, aber was zum... Ach, und hier neben war ich drin, genau. Alter, was ein Raum, ey. Okay, hier ist das Viech. Kann ich hier runter oder hier lang? Mal hier runter gucken erst. Keine Ahnung, ich habe halt keinen Strahl von irgendwas. Da geht's auch nochmal runter. Ich kann's echt so schwer einschätzen. Aha. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ah! Aber warte mal hier. Nee, da ist nix. Okay, ist das dann nur so ein einzelner Auffüllraum oder was? Ja, scheint so, ne? Weil das Ding so komplett allein irgendwie in der Mitte steht. Aber das ist halt so weit unten. Ich glaube fast, ich will wieder ein Stück hoch. Weil ich würde schon gern versuchen, auf einer Ebene oder einer Höhe zu bleiben, wenn ich ehrlich sein soll. Oder? Oh. Was auch immer es ist, man kann es verletzen. Ach, die Dinger kann ich wohl nicht killen, aber wenn ich die abschieße, kriege ich wohl wieder Leben. Okay, aua. Da kriegt man aber richtig fies aufs Maul hier unten. Mhm. Gut, da steigt wahrscheinlich wieder die Lava, so wie es klingt. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht erstmal hier abchecken. Nichts gegen Lava, aber nicht gerade, wenn es wieder Sommer wird. Und mit dem Anzug scheint es hier auch immer noch zu gehen. Also wir nehmen immer noch keinen Schaden. Das sieht komisch. Ach, was? Oh, ist das fies. Ich komme nur von der anderen Seite. Dann muss ich den Schalter irgendwie von der anderen Seite umlegen. Oder so. Oh, ist das fies. Oh. Und hier ist auch nichts, so wie es aussieht. Hm. Ja, sieht schwer so aus. Ja,
weil hier komme ich nicht rein und es sieht halt auch krass schon weit unten aus. Ja, nee, da sind wir wahrscheinlich zu weit unten. Das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen in Ebenen aufgebaut und dann sollten wir vielleicht hier oben bleiben. Die Frage ist halt, ne, bringt mir das hier noch was? Ich gucke hier den Eingang jetzt nochmal lang. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, machen wir eh einen kürzeren Part, weil ich auch nicht krass viel aufnehmen kann jetzt. Okay. Oh Gott, hier, nein, verschießt doch nicht alles. Ja, ich dachte mir gerade vielleicht irgendwie hier hoch oder so. Ah. Ah, ist das fies. Ah, ist das fies, lass mich doch durch. Scheiße, jetzt habe ich wieder nichts gewechselt mit Select und habe halt den Kram noch ausgerüstet gehabt. Ja, da Bombe, weil guckst du hier. Oh. Ja, alles mit seiner Zeit. Alles gediegen. Eine Panik. Und ich springe natürlich zu wenig. Ja, genau, da wollte ich rein. Ja. Okay, ich würde sagen, da gucken wir noch rein in die ein, zwei Räume, die wir haben. Aha, oh. Jetzt habe ich doch nicht erwartet, dass du so zurückkommst. Gut. Wow. Aber optisch geiles Gebiet. Okay, da geht's auch wieder einmal lang. Hä, und hier ist jetzt noch was? Wie, was? Mal hier reingucken. Ein ziemlich großer Raum. Dann vielleicht nochmal hoch. Aber da haben wir auf jeden Fall extrem viel Zeug jetzt nochmal, was wir uns angucken können. Wow, hier auch nochmal. Der zu langsam im Schießen. Da rein oder da lang? Gucken wir mal hier nochmal. Krass, was für ein... Oh, I see. Jetzt sind wir hier. Ha! Wie krass ist das denn? Krass. Krass, ich mag so Gebiete, die einfach... Ja, aber ich sehe hier nicht, was mir das bringt. Vielleicht Bomben? Nee. Was zum... Okay. Krass, ja, dann würde ich sagen, füllen wir uns hier nochmal auf und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel will, wo ich hin soll, was wir machen sollen, aber... Du! Ich würde sagen, das sehen wir dann. Bis dann!